Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das Gemüse ist gewachsen. Wir ernten Karotten. Die Roboter fahren den Traktor und die Erntemaschine. Sie machen das wirklich gut. Na, das Pferd hat seinen Lieblingssnack entdeckt. Es möchte eine Karotte haben. Lecker. Vorsicht, Roboter. Da vorne ist ein Pferd. Der rote Roboter hat das Pferd gesehen, der blaue aber nicht. Stopp, Roboter! Nauweia! Die Erntemaschine ist umgekippt, aber dem Pferd ist zum Glück nichts passiert. Leo und Lifty kommen genau zur rechten Zeit. Den Robotern geht's gut. Aber die Erntemaschine... Was ist passiert? Bist du ein Hund? Nein, eine Karotte? Mit Ohren? Mit Hörnern? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ohoho. Ach so, wir müssen die Erntemaschine reparieren. Aber die Erntemaschine passt nicht durch den Tunnel. Ihr müsst sie zerlegen. Oh, nicht schon wieder. Nichts zu machen, Lifty. Der Tunnel ist zu schmal. Wir müssen die Teile auseinanderbauen. Und am Ende des Tunnels? Wieder zusammenbauen. Oder wir vergrößern den Tunnel. Gute Idee, Leo. Ihr müsst eine Tunnelbohrmaschine bauen. Hallo. Hallo, komm mit, Scoop. Spielen? Bauen. Und zwar eine Tunnelbohrmaschine. Wozu denn? Die Erntemaschine ist kaputt. Wow. Komm mit, Lea. Wenn man zur Werkstatt will, muss man durch diesen Tunnel fahren. Er ist sehr schmal. Um ihn zu vergrößern, müssen wir eine Tunnelbohrmaschine bauen. Und los geht's. Das ist das Fahrgestell. Es besteht aus mehreren Teilen. Ein Band. Darauf wird der Schutt abtransportiert. Eine große, flache Schaufel. Sie wird die Steinbrocken, die aus der Wand gebohrt werden, auflesen. Fahrerkabine und ein gelbes Gehäuse für das Band. Sitze, Fenster, Warnleuchten und Türen. Oh. Raupenketten. Und das wichtigste Teil. Der Bohraufsatz. Dieses Teil wird sich drehen und Steinbrocken aus der Wand brechen. Dadurch wird der Tunnel breiter und höher. Gleich wird's laut. Unsere Freunde setzen Gehörschützer auf. Los geht's! Die Roboter brauchen Schutzhelme. Boom! Die Roboter starten die Maschine. Der Bohrer dreht sich. Jetzt können wir den Tunnel vergrößern. Oh, wie interessant. Unsere Freunde haben sowas noch nie gesehen. Steinbrocken fallen zu Boden und der Tunnel wird breiter. Stopp, Lifty. Es ist gefährlich, zu nah an den Tunnel zu fahren. Die Tunnelbohrmaschine ist am Ende des Tunnels angekommen. Jetzt ist er breit und hoch genug für die Erntemaschine. Oh, wow!
Und wie sollen wir da durchfahren? Es gibt doch eine Straße. Die muss aber erst repariert werden. Scoop räumt die Steine weg. Lea und ich holen Asphalt. Roboter, ihr holt die Straßenwalze. Und ich passe auf, dass Scoop alles richtig macht. Die Roboter sind zur Garage gekommen. Sie müssen das richtige Fahrzeug wählen. Welches ist die Straßenwalze? Na, das Fahrzeug ganz rechts. Die Straßenwalze macht sich auf den Weg. Weiße Farbe nehmen wir auch mit. Leo und Lea haben Asphalt gebracht. Leo schüttet ihn in den Tunnel. Und da kommt die Straßenwalze. Die Straßenwalze ebnet mit ihrem schweren Zylinder den Asphalt. Noch mehr Asphalt. Der Roboter malt die Fahrbahnmarkierung auf. Wir sind fertig. Hurra! Wo ist die Erntemaschine? Der Abschleppwagen bringt sie in die Werkstatt. Wenn sie repariert ist, könnt ihr das restliche Gemüse ernten. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Roboter springen in der Hüpfburg. Hey, raus da! Ich will auch mal. Scoop, das kann man doch freundlicher sagen. Oh, der lilafarbene Roboter ist aus der Hüpfburg geflogen. Oh. Und in Leos Ladekasten gelandet. Roboter, geht's dir gut? Passt auf, sonst fliegt ihr beiden auch noch. Bis zum Mond. Den Robotern gefällt diese Idee. Kommt endlich raus. Oder wollt ihr etwa auf den Mond springen? Mit einem Trampolin geht das nicht, aber mit einer Rakete schon. Hä? Wie meinst du das? Lasst uns eine Rakete bauen. Das ist eine tolle Idee. Eine Rakete? Ja. Und dann fliegen wir zum Mond. Ich amüsiere mich lieber in der Hüpfburg. Starterlaubnis erteilt. Das war das letzte Flugzeug für heute. Sonne und Planeten, es gibt viel zu lernen. La 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 la. Huh? Hallo. Hallo. Was habt ihr denn da? Eine Rakete. Wir wollen eine Rakete bauen und die Roboter zum Mond schicken. Oh wow! Ich mach auch mit. Als erstes müssen wir den Bereich, wo die Rakete starten wird, abgrenzen. Und wo ist Scoop? Hier haben wir einen Turm mit einem Kran auf dem Dach und eine Abschussrampe. Wir bauen die erste Stufe der Rakete. Darin befinden sich mehrere starke Antriebsmotoren. Diese Zylinder sind mit Treib- und Brennstoff gefüllt. Die zweite Stufe, auch sie ist mit Motoren und Zylindern ausgestattet. Der obere Teil der Rakete ist für die Astronauten und ihre Fracht.
Und woher wissen wir, ob die Rakete es zum Mond geschafft hat? Tada! Ein Teleskop. Damit kann man weit entfernte Objekte erkennen. Planeten, Sterne und den Mond. Und jetzt voll tanken. Astronautin, seid ihr bereit? Ja, sind sie. Haben wir dieses Mal auch nichts vergessen? Raumanzüge. Brauchen wir nicht. Wartet. Lasst uns ein Bild machen. Ach so, ein Foto. Bitte lächeln. Es kann losgehen. Die Astronautenroboter begeben sich in die Rakete. Mikrofontest. Die Roboter können Lea klar und deutlich hören. Die Rakete ist zum Abschuss bereit. So, alles bereit für den Abflug. 10 Sekunden bis zum Abschuss. Und von wo aus schauen wir uns den Start an? Wir können zum Hubschrauberlandeplatz gehen. Na je, wie sieht's denn hier aus? Lifty, los, komm! Wir bringen das in Ordnung. Die Motoren laufen. Die Rakete hebt vom Boden ab. Oh. Oh, Scoop, was ist? Die Rakete hat eins ihrer Teile verloren. Scoop, das ist ganz normal. Die erste Stufe der Rakete fällt immer zurück auf die Erde. Wenn der Treibstoff in der ersten Stufe aufgebraucht ist, löst sie sich und erleichtert somit der Rakete den Flug. Sag, Scoop, ist die Rakete schon weit gekommen? Sie nähert sich dem Mond. Unsere erste Weltraummission verläuft genau nach Plan. Wir haben es geschafft. Die Roboter haben den Mond umkreist. Ich frage mich, ob wir auch zum Mars fliegen können. Zum Mond, zum Mars. Ihr könnt ja gehen. Ich amüsiere mich lieber in der Hüpfburg. Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo! Leo, der Lastwagen! Schau mal, in der Nähe des Flussufers ist ein kleines Boot. Das sind die Roboter. Sie angeln. Oje, sie haben noch nichts gefangen. Die Roboter langweilen sich. Sie sind des Wartens müde. Oh, da sind Fische. Schau mal, blauer Roboter. Hey! Wir müssen darüber, aufs offene Meer, weg vom Ufer. Der blaue Roboter springt vor Freude. Ruderhart Backbord. Jetzt angeln die Roboter an der richtigen Stelle. Aber die Fische beißen immer noch nicht an. Und es wird dunkel.
Es ist Nacht geworden. Zeit, nach Hause zu gehen. Aber in welche Richtung? Man sieht ja überhaupt nichts. Unsere Freunde fahren mit ihren ferngesteuerten Autos ein Rennen. Mal sehen, wessen Auto als erstes durchs Ziel fährt. Haha, ich bin schneller. Wir werden sehen. Leas Auto beschleunigt. Oh, ein Unfall. Der rote Roboter ist zu seinen Freunden gekommen. Er versucht, ihnen was zu erklären. Roboter, was ist denn los? Ist doch egal. Er hat das Rennen ruiniert. Ich hätte sowieso gewonnen. Freunde, der Roboter braucht eure Hilfe. Seine Freunde sind vom Angeln nicht zurückgekommen. Ihr müsst sie suchen. Gehen wir und retten die Roboter. Fahrt mir nach! Unsere Freunde fahren ans Flussufer, dahin, wo die Roboter geangelt haben. Sie sind nicht hier. Lasst uns den Hügel hochfahren. Gute Idee, Lifty. Von da oben seht ihr mehr. Haha, da drüben sind sie. Die Roboter sind eingeschlafen und die Strömung hat das Boot zur Insel getrieben. Und die Roboter wollen nicht aufwachen. Gehen wir und retten sie. Ja, geht und weckt sie auf. Und wir bauen einen Leuchtturm. Damit niemand mehr auf offene See verloren geht. Leuchttürme strahlen nachts ein helles Licht aus, sodass Boote auch im Dunkeln wissen, in welche Richtung sie schippern müssen. Das ist das Fundament des Leuchtturms. Ein Aufzug, um nach oben zu fahren. Der Turm besteht aus mehreren Ebenen. Das wird ein hoher Turm. Oben kommt eine Plattform hin. Auf die Plattform kommt ein kleines rotes Türmchen und die Befestigungsplatte für die Lampe. An den Rand kommt ein lilafarbenes Geländer, damit niemand runterfallen kann. Eine Türe, runde Fenster, eine Türe für die Plattform und ein großes Fenster. Eine Lampe, die sich dreht, da kommt die Glühbirne rein. Um die Lampe herum stellen wir Glasabdeckungen auf und zum Schluss ein rundes Dach. Prima! Scoop und Lifty haben die Roboter gerettet. Alle sind wohlauf. Aber die Roboter haben leider nichts gefangen. Wir haben einen Leuchtturm gebaut. Schaltet ihn ein. Die Roboter wollen das Licht einschalten. Sie fahren mit dem Aufzug nach oben. Legt den Hebel um. Die Lampe dreht sich, strahlt aber kein Licht aus. Wir haben die Glühbirne vergessen. Zum Glück hat Lifty welche gebracht. Welche ist am größten? Na, die hier. Dankeschön, Lifty. Oh. Die Roboter bringen die Glühbirne nach oben. Schrauben wir sie rein. Prima. Roboter, schalte das Licht ein. Es funktioniert. Das ist ja schön.
Der Leuchtturm, den unsere Freunde gebaut haben, strahlt ganz hell. Jetzt werden Boote und Schiffe auch bei Nacht wissen, wo das Ufer ist. Man kann auch nachts fischen. Ja, Scoop. Der Leuchtturm scheint so hell, dass man die Fische, die Angelruten und das Ufer sehen kann. Der rote Roboter hält das für keine gute Idee. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Unsere Freunde sind heute mit der Fähre unterwegs. Lea hält Ausschau nach dem Ziel. Da vorne ist die Muschelinsel. Ja! Anker auswerfen. Die Fähre hat vor der Insel angelegt. Unsere Freunde schnappen sich ihre Spielsachen und gehen von Bord. Ein herrlicher Tag an der Sonne. Lucky und ich wollen Muscheln sammeln. Lucky ist ein Plüschhase, Leas Lieblingsspielzeug. Unsere Freunde haben einen Ball mitgebracht. Und ferngesteuerte Autos. Ich bin hier der Schnellste. Wow, so hoch. Hab ihn. Ich glaube, du brauchst eine Abkühlung. Trink Wasser. Das ist ein Picknickkorb. Äpfel, Plätzchen. Wo ist das Wasser? Na da. Die Roboter liegen unter dem Sonnenschirm und trinken Wasser. Ha? Scoop, nicht ärgern. Lucky und ich haben die Insel erkundet und ganz viele Muscheln gesammelt. Kann ich bitte Wasser haben? Die Roboter haben das ganze Wasser getrunken. Wir können doch hier auf der Insel nach Wasser bohren. Was denkt ihr? Als erstes müssen wir ein Bohrloch graben. Aus diesen Teilen können wir einen Bohrer bauen. Das sind aber viele Teile. Ich grabe das Bohrloch. Leo baut die Teile zusammen. Die Kabine kommt auf die graue Plattform. Die orangefarbene Plattform ist für den Bohrer. Das sind Halterungen für die Bohrstangen. Kotflügel und Treibstofftank. Steuerhebel. Vier Stützen. Räder. Zwei kommen auf diese Seite und zwei auf die andere. Ein Träger für die Bohrstange.
Bohrstange und der Bohrkopf, der sich in den Boden graben wird. Der Träger und die Bohrstange werden mit einer Drehachse an der orangefarbenen Plattform befestigt. Wow, Scoop hat eine riesige Grube gegraben. Aber um an Wasser zu gelangen, müssen wir noch viel tiefer graben. Wir brauchen also noch mehr Teile, um die Bohrstange zu verlängern. Das Bohrfahrzeug ist fertig. Scoop, komm raus. Gut gemacht. Jetzt macht das Bohrfahrzeug weiter. Das Fahrzeug fährt an die Grube ran und klappt die Stützen aus. Jetzt lassen wir den Bohrapparat in die Grube. Die Bohrstange wird länger und länger. Was denkst du? Dauert das noch lange? Das werden wir gleich sehen. Wow, eine Wasserfontäne sprudelt aus dem Loch. So viel Wasser. Hurra! Wir brauchen ein Ventil. Und zwar schnell. Einen Haken können wir nicht gebrauchen. Und diesen Knopf? Das ist das Ventil. Der Roboter steckt das Ventil auf das Rohr. Kann ich bitte Wasser haben? Ja, natürlich. Ich auch. Jetzt können sich unsere Freunde in der Hitze abkühlen. Fahren wir ein Rennen. Wer macht mit? Unsere Freunde können weiterspielen. Das erfrischende Wasser hat ihnen gut getan.